Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 mit der Necrons. Ja, ist schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Tut mir leid, dass ich jetzt Anfang der Woche keine Videos dazu hochgeladen habe. Aber ja, stressige Arbeit zurzeit. Da hat man doch. Ja, und ich gebe es zu, ich habe auch einen neuen Fernseher. Der musste man auch erstmal einweihen. Und ihr wisst ja gar nicht, wie stark die Anziehungskraft der Couch ist. Die ist sehr, sehr stark. Hier hatten wir das Chaos letztes Mal, glaube ich, besiegt. Das heißt, diese Schiffe können doch jetzt schon mal weg. Ach, die kommen dahin. Nee, das ist hier noch eine schlechte Idee. Dann erstmal dahin. Und dann müssen wir mal den Anführer da das Schiff, das größere Schiff geben. Damit er mal länger überlebt. Wo gehe ich da generell auf Schiffe? Warte mal. Ich glaube, es ist die falsche Ansicht. Zum Flaggschiff machen. Jawohl. Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Ich glaube, der könnte ein größeres Schiff gebrauchen. Ihr auch. Der hat ein größeres, aber der könnte auch noch eins gebrauchen. Schwören können, ich wäre schon weiter gewesen, aber vielleicht verwechsel ich das jetzt auch mit den Menschen. Ich dachte, wir hatten hier diesen Planeten schon eingenommen. Und den da hinten auch. Oder ich habe es mir gewünscht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Konstruktionspunkte hier, verdammte Scheiße. Das ist ja nichts. Wir brauchen mehr Einheiten. Dann machen wir erstmal den Marine hier platt. Ne, ist Imperiale Armee. Zug beenden. Brauchen auf jeden Fall stärkere, größere Schiffe, verdammt. Im Agrippina-Sektor. So wird das nichts. Ach, ich drück mal weiter, das dauert mir zu lange. Oh, machen wir das? Ach komm, Autoschlacht. So, Zug 44. In zwei Runden greift er da an. So. Kann man machen. Ich
Ich bin mal mutig, ich mache auch hier Autoschlacht. Ja, wir brauchen auch mehr Ruhmpunkte. Das ist, damit wir stärkere Schiffe bekommen. Oh, hat der eine hier ein Schiff verloren? Nö. Sind alle beschädigt. Jetzt hier ein bisschen einfach alles aus, damit wir hier vielleicht demnächst mal diese verfickte Raumstation bauen können. Vielleicht gibt es dann halt mehr Punkte. Und dann hatten wir doch eigentlich hier noch jemanden. So, komm du mal her ins Agrippina-System. Wunderbar. Du hast noch fast 100 Punkte. Aber er hat ja ein großes Schiff, also der bleibt. Die anderen beiden dürften mal dann demnächst ins Nachbarsektor fliegen und da mal aufrüsten. Haben wir hier noch was? Und hier baue ich da einfach mal überall. So. Acht Schiffe mehr haben wir nicht und mehr kriegen wir auch nicht, ne? Eigentlich könntet ihr hier auch Verstärkung gebrauchen, sehe ich gerade. Dann könnte man hier endlich mal die Tyrannidenbrut weghauen. Haben wir hier noch irgendwas, um die Konstruktionspunkte zu verbessern? Jawohl. Und dann, ja, Katze, ich höre dich, aber die hören dich nicht. Oh, ein bisschen. Ja, was hast du denn, Katze? Ich hab dich doch gerade gefüttert. Hm. Rennsnor. Wird angegriffen. Schatz. Kleine Katze, du. Hm. Oh, der hat natürlich gleich Reserveschiffe gekauft. Schade. Wir brauchen mehr Ruhm. Irgendwie müssen wir mehr an Ruhm kommen. Ich glaube, ich rüste das bald auf, dass wir mehr Ruhm bekommen. Ich will die nächste Schiffsklasse haben. Das Panzerschiff ist mir noch nicht so ganz hold. Oder sagen wir mal so, ich fremdel ein bisschen damit, aber ich habe es noch nicht so ins Herz geschlossen. Absolut nicht. Es ist größer, es macht aber keinen Distanzschaden, es ist irgendwie... Es haut mich einfach nicht vom Hocker. Komm, da sind wir eh noch gar nicht. Hallo. Lad nicht so lange rum. Zug 45. So. Na, er wartet nochmal hier. Die warten nochmal. Agrippina. Eine Runde. Ja, kannst du ja machen. Du. Du gehst. Wie viele Züge hast du? Drei Stück. Ah, super. Bist ja gerade mal hier. Ja, warum gehört denn das nicht bei uns? Dann du auch bitte drei Züge hierher.
schade. Ich habe gehofft, dass wir hier irgendwie uns verbessern können. Komme ich denn da überhaupt rein? In Skaros? Dann nehmen wir doch mal den Planeten hier. With warp storms rendering astropathic communications erratic, Segmentum Obscura's High Command continued experiencing difficulty coordinating its forces. Imperial commanders were advised that communications received from distant sources were not to be trusted. Scattered reports indicated that, in addition to chaos incursions, Scarus nurtured an increasing greenskin menace. Eventually, High Command took this threat seriously. They acted too late. What would become known as the Green Crusade had grown from a few scattered and disorganized tribes to a mighty war that threatened to overwhelm the Imperium's embattled holdings. With the capture of Forge World Mordax Prime, the Green Crusade's momentum redoubled. Survivors from the rechristened Mordaka Prime report seeing hundreds of Gargants being fashioned from the debris, and skies thick with the choking black smoke of Orc cruisers. It can only be a matter of time before other worlds share Mordax's fate. Taka, taka, taka. Ja. Orks. Unser Planet. So, dann gleich, falls wir angegriffen werden, verbessern. Wir bräuchten da einen Sektor oder ein System, wo wir quasi uns verbessern können. Oder unsere Schiffe hier zumindest. Wir können ja nächste Runde mal auf Elderjagd gehen. Oder man könnte auch da mal den Ork besuchen. So, dann war ja hier noch. Kriegen wir Besuch. 1000 Punkte in 4 Zügen. Und ihr dürft nicht kommen. Okay. Ich glaube, diese Schlacht werde ich mal zeigen. Oder diese Schlacht werden wir kämpfen, besser gesagt. Nein, Katze. Nein. Oh nein. Du brauchst dir nicht nerven, hm? Komm mal her, kleine Katze. Hm? So. Jetzt Ruhe hier im Karton. Na, ich muss mal kurz hier das Kabel beiseite legen. Die Katze will auf dem Schoß, ne? Und jetzt Ruhe hier, Katze. Wir müssen kämpfen. Eigentlich sind wir 3 zu 1 in Überzahl. Hm. Aber ich muss ehrlich sagen, die ganze Zeit nur Autoschlacht machen ist irgendwie auch langweilig. Geht zwar schneller voran, aber man will ja mal was machen mit den Schiffen. Ah, da haben wir gleich 2 große Fette. Und jetzt müssten wir auch einen Vorteil haben quasi. Na, wir dürfen wieder 950 Punkte, glaube ich, zu Felde führen. Und ja, komm. Das sieht doch dufte aus hier. Spielen wir voll auf Angriff. Du bist die 2. Start. Initializing motive power. So, ich hoffe mal, dass Nummer 2 gleich weg ist. I am the D.
Ihr seid die 1. Frontbewaffnung, ihr dürft schießen, wann ihr wollt. Und da wir gleich schon Punkte haben. Aber springen. Und Schleichfahrt. Wir machen hier überhaupt keine Schleichfahrt. Wir wollen ja Aufmerksamkeit haben. Sollen sie kommen? Weißt du was? Liegt da ein. Ach, identifiziert. Haben wir einen Abfangjäger hier? You have seized a strategic area. You have seized a strategic area. Eine Runde eliminieren. I serve your glory. Sind getarnt, aber jetzt nicht mehr. Erfasst? Fragezeichen. Ready to serve. Torpedos. Schitte, schitte, schitte. Na, fliegen rein. Dann fliegen wir mal weiter. You have seized a strategic area. So, die Kugel hat ja richtig mal was gebracht. Alter, die Kugel hat ja zwei kleine Schiffe zerstört. Zwei kleine Fregatten, ne? Den nächsten schon zerlegt? Ich glaube aber nicht. Na, zu spät. Was machst du da? Oh. Katze ist gerade echt uncool, was du da machst. You have accumulated 25% of strategic points. Ey, ihr glaubt ja gar nicht, die Katze hat gerade echt hier Aggro, Aggro-Modus. Schießt aber auch seitlich, genau. You have seized a strategic. Ach, kommt alle Mann auf ihnchen hier. Rammt er uns gleich hier? Schade. Hier, ich will gleich Blitzschlag machen, da verdammt. Mach den Schild weg. So, Blitzschlagparty. War das richtige Schiff, okay. Ja. Was ist das denn gerade für ein Problem? Meuternde Crew. Strike complete. Critical damage levied. All power to motive units. What is your command? Ja.
Ah, schieß mal weiter auf den da. Oh, mit Sternimpulswaffen platt gemacht. Geil. Das hat Spaß gemacht. Überzahl macht Spaß. Sowieso, zwei von diesen Schiffen sind geil. Die können wenigstens die Sternimpulswaffe machen. Vielleicht noch andere Fähigkeiten. Also das Panzerschiff haut mich noch nicht vom Hocker. Aber vielleicht erlernen wir noch irgendeine Fähigkeit, wo die Panzerschiffe auch noch geiler werden. So, wenn jetzt das eine Schiff nicht wäre, würde ich sofort angreifen. Ich drücke mal auf Leertaste. Springen wir mal weiter vor. So, dann haben wir hier Big Boss. Drei kannst du springen. Zwei Runden noch. Ich glaube, erst kämpfe ich hier gegen die Orks, die hier kommen. Und dann machen wir die Mission endlich. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Schiff besser ist, aber das hat weniger Erfahrung. Das werde ich mal verschrotten. Dann wollen wir ein neues Schiff. Denn der Anführer Amakun, der Sammler, braucht einfach ein würdiges Schiff. Man könnte schon wieder das Panzerschiff nehmen, aber... Ich versuche einfach das Panzerschiff. Noch minimal zu viel oder kriege ich ein kleines noch rein? Passt. Auch wieder alles Erfahrung, aber na gut. Das Schiff ist jetzt das Führungsschiff. So. Dann haben wir das schon mal. 1600 Punkte haben wir noch und drei Strukturpunkte. Neues Schiff. Kriegen wir nur den. Ich hätte gerne noch eine bessere Variante. Dann warte ich da noch eine Runde. So, habe ich irgendwas vergessen? In drei Runden werden wir dort angegriffen. Dort noch gar nicht. Die Dringlichkeit wird auf jeden Fall höher und das wird schlimmer werden. So. Die Space Marines greifen da an, dann warten wir doch mal, bis die Space Marines da gegen die Eldar gekämpft haben und töten die auch nochmal. Oder wenn sie sterben, töten wir die Eldar, also wie gesprungen. Naja, gerade ist nicht so viel los, ne? Oh, doch. Ja, wir haben angegriffen, es geht los. Schon wieder, ey. Oh. Das ist das Gute bei den Necrons, die können echt schnell hin und her fliegen. Mit anderen Rassen müsste man da schon überlegen, ob man vielleicht da was aufgibt. Oh, da greifen schon wieder die Tyranniden an. Ätzend.
Die Elder sind nur ganz minimal angekratzt. Super. Habt ihr toll gemacht, Imperium. Habt ihr echt gut gemacht. Ich dachte, ich habe jetzt ein leichtes Spiel. Nein. Da kommen auch gleich die nächsten Marines. 690 Punkte. In einer Runde. Und dann werden die zeitgleich noch angegriffen. Ach, ich warte hier nochmal. Aber hier werden wir jetzt demnächst angegriffen, ne? Von 450 Punkten. Ja. Da kommen wir halt wieder aus dem anderen System mal kurz zurück. Greifen die an. Ich gucke hier nochmal, weil ich jetzt auf Leertaste geskippt habe, weil mir das alles immer zu lange dauert. Zwei Züge. Aber hier der Kollege kann ja mal ein neues Schiff bekommen. Dass man hier auch nicht richtig vergleichen kann. Ich hau ich mal weg. So. Oder 13,5. Ach komm. Tschüss, war schön mit dir. So, ein neues Schiff wird wahrscheinlich nicht das einzige sein, was wir kicken müssen. Ja, sowas hat der gar nicht. Zerstreuter Blitzbogen. Vielleicht sollte ich das mal einsetzen bei dem Panzerschiff. Das haben die auch, aber die haben noch dieses tollen Sternenpulswaffe. Das hat der einfach nicht. 200 Punkte Hülle hat er mehr. Ein Verteidigungsturm. Und größere Enter-Teams. Das heißt, wir müssen damit mehr entern. Blitzschaden ist stärker. Geschwindigkeit minimum weniger und Truppenanzahl ist ein bisschen höher, aber sonst hauen die mich einfach nicht weg. So, wir bauen jetzt, oder holen uns jetzt den. Da sind wir vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber wir müssen uns vielleicht doch von denen trennen. Entschuldigung. Und dann holen wir uns vielleicht... Ne, das reicht nicht. Dann nur 600 Punkte. Und dieses Schiff wird jetzt das Anführerschiff. Entschuldigung. Zwei Züge. Ich glaube, ich mache hier mal einen Break. Dann wird es ein kürzeres Video, aber na, der braucht einfach Verstärkung. Die kann er sich doch gleich wieder in die Haare schmieren, weil da kommt in drei Runden Besuch. Wir müssen hier langsam irgendwie eine Mission machen. Erst die Orks und dann hier die Mission. Ich glaube, das machen wir so. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir nicht viel gerissen haben. Ich mache trotzdem schon mal ein, zwei Runden weiter. Bis zum nächsten Gefecht. Vielleicht lasse ich das eine oder andere Gefecht mal aus, so dass wir mal ein paar Runden hier machen und dann vielleicht hier die Mission mal machen können. Weil wir müssen jetzt hier nochmal zwei Runden nur auf die Orks warten, bis die kommen. Und ich glaube, die haben hier auch keine Chance. Wir haben hier Verteidigungstürme, eine Station. Das mache ich mal im Offscreen. Und nächstes Mal geht es dann weiter, wenn wir hier die Mission machen im Agrippina-Sektor. Damit wir hier mal wieder von der Bedrohlichkeit runterkommen. Trotzdem könnt ihr gerne mal ein Like oder ein Abo hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Und ja, haut rein. Ciao.